Hi Leute, Zenex hier und willkommen bei DISC4 NextCore Challenge. Ja, wir haben Kapitel 3 abgeschlossen, wir sind jetzt in Kapitel 4. Die gute kleine Desko gehört jetzt zu uns. Supposed Final Boss. Ja, sie dachte, sie wäre ein Final Boss, aber ist es noch nicht ganz. Aber sie hat sich jetzt uns angeschlossen, um einer zu werden. Und ja, wir sind in einem neuen Kapitel und das bedeutet, wir können auch einen neuen Charakter erstellen. Das werden wir jetzt auch allererstes oder auch jetzt sofort machen. Gehen ins Campaign HQ, werden auch uns gleich dort mal drum kümmern, dass wir ein bisschen die Ausrichtungen hier ändern, vielleicht noch ein, zwei neue Evil Symbols platzieren. Wir haben jetzt da doch wieder ein paar mehr Charaktere, aber als allererstes den neuen Charakter erstellen. Und zwar gucken wir mal, wen wir dafür nehmen könnten, für das Mana. Desko hat sehr viel Mana, da können wir gleich mal gucken, was sie noch alles so lernen kann. Big Shaw, mittlerweile der mit dem höchsten Level, mit 27, unglaublich. Fuka hat nicht so viel, Daphne auch nicht so viel. Valve oder Fenric? Ich glaube, Fenric wird wieder her. Ach komm, wir nehmen mal Valve. Valve Torres wird jetzt mal herhalten. So, create a new character. Was für einen nehmen wir? Ich nehme kein Monster, denn wir müssen mal gucken, dass wir wirklich ein paar neue Klassen freischalten, die wirklich gut sind. Und da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir ein paar Leute auch durchkriegen, die auch lange leben. Wir hatten ja Sherry. Ich brauche einen Magier, früher oder später. Ein Red Mage oder ein Green Mage oder ein Blue Mage. Aber ich wollte nicht jetzt schon wieder einen weiblichen Magier stellen. Aber ich wollte Magier stellen, deswegen wird es ein Skull. Und ich habe mich letztendlich dazu entschieden, dass es ein Blue Skull wird. Einfach weil wir Ron schon hatten. Grün. Wir nehmen Blue Skull. Ein Blue Skull. Da wir viel Mana haben, nehmen wir auch gleich mal. Obwohl ich bin gerade überlegen. Wir nehmen erstmal nur ein Average. Wir nehmen erstmal nur ein Average, weil wir den Skull auch sicherlich mal reinkarnieren müssen in eine andere Klasse. Deswegen bleibt erstmal dabei. Ich habe mich schon vor erkundigt oder mir schon mal die Voices angehört, aber ihr könnt es ja nochmal machen. Ja. Der Klang der Ambassador Carmash. Den finde ich eigentlich ganz cool, den Anxious Blue Skull, deswegen nehmen wir den mal. Und Namen, ich habe echt lange überlegt, mir fiel kein Name ein. Dann kam spontan mein Kumpel Axel bzw. Askatin online und hat mir gedacht, ja, nennen ihn doch einfach mal Aspekt. Denn das ist auch der Name, den er früher mal bei einem MMO hatte, bei einem Char. Das war aber damals auch ein weiblicher Char, aber wir nennen ihn jetzt, ich sollte es auch richtig schreiben. Delete, genau. Nämlich erst das K und dann das T. Aspekt. In dem Fall ist es der Aspekt des Eises. Man weiß es nicht. Alles klar, Aspekt ist am Start und wir werden erstmal gucken, dass wir die HP um einen erhöhen. Das ist wichtig. Die Defense um einen erhöhen, denn die ist nicht wirklich hoch. Und dann nehmen wir noch einen Int, einfach um mehr Schaden zu machen. Alles klar, Aspekt ist born, sag ich mal. Magic Bundle ist die Ability. Special Skill Power increased by 30%, but 50% mehr SP used. Also, okay, was auch immer jetzt mit Special Skill Power increased. Ich glaube, das bedeutet einfach, dass seine ganzen Skills generell stärker sind, aber auch mehr SP kosten. Naja, passt schon. Dann createn wir ihn mal. Aspect has been created. And now, a word from our newest senator. And that, my friends, is how I rose through the ranks to gain untold political power. But little did I realize just how dreadful, frightful and nightmarish the duties of a Netherworld Senator truly were. Well, there's no escape now. We'll do our very worst to make you feel welcome. Ja, Aspekt ist jetzt dabei. Wir haben jetzt einen Magier, endlich wieder einen Magier. Wir brauchen Magier. Wir haben nämlich keinen Magier. Ich kann auch mehr Magier sagen, wenn ihr wollt. Alles klar. So, dann werden wir als nächstes mal gucken. Denn wir haben ja noch ganz viel Mana mit Fenric. Da gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwas hier
Reincarnaten können. Den Legendary Tree können wir machen. Da mache ich mir aber erst später Gedanken. Der ist nämlich eigentlich nur dafür interessant für Endings. Für spezielle Endings, die man freischalten kann. Deswegen lasse ich den erstmal liegen. Ich habe mich jetzt auch ehrlich gesagt, das war blöd von mir. Ich habe mich jetzt vorher gar nicht erkundigt, was die ganzen Evil Symbols hier machen. Da würde ich vorschlagen, das machen wir in der nächsten Episode. Dort kümmern wir uns dann nochmal um die Evil Symbols, sorry. Und werden dann gucken, dass wir die ordentlich platzieren, beziehungsweise dann ein weiteres Evil Symbol platzieren können. Was ich jetzt erst nochmal machen werde, ist die Bonus Gauge erhöhen. Oder 55%, kriegen wir es noch höher. 58, 59, 52, 58, 57, 50, 56, irgendwas an ein 9, ja komm, über 58 reicht mir. Ah, 61, super. Damit wir gleich, wenn Aspekt aufs Feld kommt, gleich eine hohe Gauge haben und dadurch halt gleich viel Bonus kriegen, viel XP-Boni kriegen. Schaffen wir die Abstimmung? Eigentlich müsste sie klappen. Oh, 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 oh. No. Hat nicht geklappt. Nee. Das ist natürlich blöd gelaufen. Da geben wir erstmal ab und machen das gleich nochmal. Wenn es dann wieder nicht klappt, dann dann bleibt es halt so. Einmal machen wir es noch. Ach scheiße, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Prozent Chance wir hatten. Egal. Diesmal klappt's. Oh, wieder so viele Nays. Nö. Da habe ich wieder nicht geguckt. Jetzt haben wir zweimal verschwendet. Pursuit Perforce machen wir nicht, weil wir nicht hochlevelig genug sind. Das kann man erst wirklich machen, wenn die Chars Level 1000 haben oder so. Ne, dann lassen wir das mal so. Schade. Lässt sich nicht ändern. Okay. Jetzt werden wir mal ein paar Leute hier austauschen. Und zwar tauschen wir die beiden aus, damit Daphne hier in der Mana Pyramide, mit der Aura Pyramid drin ist, weil sie einfach Mana braucht für die ganzen Skills und so weiter. Genauso braucht das aber auch unser Aspekt. Zack. Vervetorus braucht nicht unbedingt viel XP, aber er wird viele killen. Dadurch kann er gut XP weitergeben. Deswegen stellen wir ihn dahin und dann stellen wir noch Desko hierhin, weil sie auch jetzt relativ schnell viele killen wird, denke ich. Und ja gut, Fuka stellen wir erstmal hierhin. Das sollte eigentlich ganz gut reichen. Die beiden werden erstmal viele Kills holen, denke ich. Also Desko und Valve. Dadurch wird dann vor allem auch Aspekt dann profitieren. Gut, und Daphne, naja, schauen wir mal. Sonst ist es eigentlich alles in Ordnung, würde ich sagen. Ja, okay. Lassen wir es mal so. Return to base. Dann werden wir erstmal gucken, was wir hier noch so wieder an Truhen haben. Wenn ich hier dann hochkommen würde. Danke, 2500 HL. Sind ja immer drei. Ich habe mal gesagt, das sind nicht immer drei, aber es sind in den meisten Fällen immer drei. Haben wir hier hinten als eine. Nö, dann können wir hier auch wieder weg. Kamera drehen, so. Da hinten haben wir nichts. Da haben wir eine gehabt. Da haben wir keine. Na, kommen wir da unten. Ach, jetzt war ich da oben drauf. Ja, das Movement ist hier so ein bisschen. Na, es ist halt kein Plattformer oder so. Hier haben wir keine. Da haben wir wahrscheinlich unten noch eine. Schön, man kann hier auch auf Lava stehen. Ohne Probleme. Wow. Ne, ich bin gar nicht auf Lava. Okay, ich dachte gerade schon. Hier unten. Ne, hier unten ist auch keine. Okay, da ist eine. Jawohl, da haben wir auch ganz viel HL noch bekommen. Sehr schön. Hochgehalten haben wir erstmal. Dann kümmern wir uns jetzt mal um das Equipment für unseren neuen Charakter. Wir haben eigentlich sogar zwei neue Charaktere. Aber erstmal kümmern wir uns um den wichtigeren. Der auch das schlechtere Equip hat, die schlechteren Stats hat. Und zwar unser Mage. Ich wollte ja eigentlich nicht immer wieder zurück und hingehen. Na gut, dann wird es erstmal nur der Shell-Stuff. Ist jetzt nur so mittelgut. Aber besser als gar nichts. Zack. Ich glaube, ja, da wäre das fast weg. Die Spear, ist das schon besser als das, was... Ach, sie kriegt sogar nur Melee-Sachen. Obwohl, ja, ich glaube, sie macht Melee-Attacks mit ihren Angriffen. Da habe ich aber noch nicht nachgeguckt. Vielleicht bringt der dann schon mal was. Nee, ist auch eine Verschlechterung. Alles klar. Brauchen wir nicht weiter zu warten.
An Items hier haben wir nur mittelgute, eine Psycho-Orb mit Resistance, oh, den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht. Order, alles klar. Eine neue Waffe für Vervatoris wollte ich auf alle Fälle noch kaufen. Dann wäre das Mann aber schon fast weg, aber egal. Weil er hat ja jetzt nur das schlechte Ding. Und ich habe, glaube ich, gerade aus Versehen seine gute Waffe verkauft. Deswegen kriegt er jetzt einfach eine neue. Der kriegt jetzt hier einen Bloody Dagger und damit hat er dann wirklich wieder viele Stats. Zack. Customer Rank hoch, sehr schön. Dann zählen wir die Main Gouchi. Obwohl, die heben wir mal auf. Wer weiß, ob wir die vielleicht brauchen. Gucken jetzt nochmal nach Equipment hier. Ja, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, sorry dafür. Slippers kriegt der, damit er besser sich bewegen kann. Psycho-Op werde ich erstmal equippen, einfach um mehr Resistance zu haben und auch mehr SP zu haben. Dann gucken wir nochmal bei Desko, ob die Spiky Shell, die ist schlecht, die können wir also auch verkaufen ohne Probleme. Das werde ich erstmal ins Warehouse packen. Da gehen wir mal auf Item, ab ins Warehouse, weil wir es erstmal nicht brauchen. Das können wir gleich noch verkaufen. Dann werde ich einmal etwas machen, und zwar arrangen, wenn ich das... Naja, brauchen wir gar nicht. So haben wir wenigstens eine Übersicht, wann wir welchen Charakter bekommen haben. Und dann gucken wir nochmal nach Kleidung, soweit wir es noch können. Hunting Caps sind... Haben irgendwas mit SP? Doctor's Coats, ja, die haben gut... Der ist sogar gut, der hat sogar noch Resistance. Den kaufen wir noch dazu, dann hat er wenigstens... Ah, ist schon nicht viel, das muss man ja schon sagen, ne? Alles klar, und dann werde ich noch eine Sache machen. Und zwar gucke ich mal, ob ich was... Nee. Doch, ich könnte gucken, ob ich was für Desko noch finde. Vielleicht kriegt die auch ein Hunter's Cap. Das hier zum Beispiel wäre nicht schlecht. Sie hat aber... Nee, sie hat auch noch nicht volles Equip, deswegen... Zack, wird es einfach gekauft, nur damit sie erstmal was hat. Dann zählen wir das noch. Okay, gehen erstmal zurück. Dann werden wir erstmal heilen. Los, komm, danke. Heilen. Alles klar. Big Show McGraw hat sehr viel HP. Deswegen werden wir jetzt noch Folgendes machen. Die Kung Fu Maske kommt weg. Dafür kriegt ihn Aspekt. Und der wird erstmal. Ich überlege gerade, was. Der kriegt jetzt doch erstmal den. Da hat er fast gar keine Death mehr. Wird ein Risiko. Aber egal, er braucht mehr HP. Definitiv. Und den Doctor's Code kriegt dann. Gut, und Big Show, der kann davon sogar kaum etwas anfangen. Kriegt noch mehr Death. Sehr schön. Bisschen SP mehr, alles klar. Dann nochmal hochheilen. Vielleicht haben wir noch einen Claim Price. Nein, haben wir nicht. Okay. Genau, ich wollte nochmal gucken. Noch zwei Sachen. Vielleicht initial noch ein XP-Pot. Ah, die bringen echt nicht viel. Aber ein Kill zu kriegen. Obwohl, ne, brauche ich nicht riskieren. Obwohl. Doch, warum nicht? Komm, warum nicht für die ersten Level ganz schnell? Nehmen wir mal einen, nehmen wir den mit 93. Zack, XP-Pot erwischt. Und noch nach Skills wollte ich gucken. Learn kann Desko auch nichts, weil sie ist ja ein Monster. Sie gehört zu der Gattung der Monster. Sie kann sich auch Magic changen, ich glaube, in ein Schwert. Glaube ich, müsste es sein. Und ja, sie könnte hier Final Boss Arises geboostet bekommen, was sie natürlich geboostet bekommt, und zwar gleich zweimal. Big Jaw könnte Flying Press geboostet bekommen. Wir könnten natürlich auch mal gucken, ob wir vielleicht noch eine Evility für ihn kaufen. Aber wir boosten erstmal Flying Press. Fuka, alles klar, bei dem Rest passt es eigentlich soweit. Wir gucken mal, ob wir noch neue Skills haben bei den ganzen menschlichen Charakteren. Den Hurricane Slash, das ist halt nur so ein... Ich greife einen Target damit stark an. Ich wollte es eigentlich nicht für Vervatoris machen und deswegen werde ich es auch erstmal nicht machen. Exploding Fists bei Fenric. Das wäre zum Beispiel sehr interessant. Werde ich auch einfach mal kaufen. Daphne, da spare ich immer noch auf Arrow Trap oder Zip Shot. Das sind so die Sachen, die ich eigentlich haben wollte. Ich könnte natürlich auch gucken, dass ich mal vielleicht mir Magic Ball kaufe, damit die magische Resistenz besser wird bei den Charakteren. Mache ich das? Ich überlege gerade. Ja, erstmal nicht. Fuka kann auch nichts Neues erlernen. Aspekt könnte Mega Eis oder Poison sogar erlernen. Auch interessant. Boosten. Gucken wir nochmal bei Daphne. Den Spiral Blast könnten wir nochmal boosten. Aber
brauchen wir eigentlich nicht. Ich spare da lieber. Bei Fuka spare ich dann auch lieber auf die zweite Axt, den zweiten Axt-Skill. Und ja, ich denke, das passt soweit. Desko wird schnell eine neue Attacke noch dazu kriegen. Können noch mal bei Abilities gucken. Vielleicht für Velvet Taurus. Wenn wir gucken, dass wir vielleicht... Müssen wir mal gucken bei den Base-Stats. Und die Base-Stats sind sehr hoch bei... Ich glaube bei Attack hat er relativ hoch. Einen sehr relativ hohen Wert. Da können wir bei Attack Increase nochmal richtig viel was rausholen. Wir können natürlich machen, dass irgendwie hier Ailments, Evade Chances improved werden, aber... Oh, das ist natürlich auch gut. Impromptu. Team Attack Chance increased. Physical Boost. Special Physical Attack Damage increased. Das ist natürlich so das, was man sowieso haben möchte am Ende. Das sind nur die Aptitudes. Das sind nochmal Damage Decreased bei bestimmten... Da könnten wir vielleicht mal gucken, weil er ja feueranfällig ist, ob wir nicht sagen, okay, er kriegt Fire Buddy und dann wird er Damage nochmal decreased um 50%, den er kriegen würde. Dadurch ist er dann sicherer. Wir heben das Mana erst nochmal auf. Wir gucken da später nochmal weiter. So, wir haben jetzt 16 Minuten rum. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, weil wenn ich jetzt weitermachen würde, das wird wieder eine Mega-Episode und das will ich eigentlich ja nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, das war so ein kleiner Break, so eine kleine Überbrückung zum nächsten Level. Wir haben einen neuen Charakter erstellt mit Aspekt, den wir gleich im nächsten Level versuchen gleich zu pushen, so vielleicht auf Level 10 zumindest schon mal zu kriegen. Kriegen wir vielleicht hin, schauen wir mal. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.